Ich habe für 15 Euro ein Hundebett aus China gekauft und guck mal, was ankam, Freunde. Ist das ein Bett? Hä? Nami war sogar verwirrt und wusste nicht genau, was sie damit anfangen sollte. Aber packen wir das erstmal gemeinsam aus und dann schauen wir weiter. So sieht es doch schon viel eher wie ein Hundebett aus. Und Freunde, dieses graue Bett ist zum Beispiel das teure, das pinke ist das günstige. Ihr könnt jetzt mal kurz raten, wie viel das jeweilige Bett gekostet hat. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Also wenn ich beide übereinander liege und Nami liegt sich genau in die Mitte, sieht ihr auf jeden Fall aus wie ein Burger. Und welches dieser zwei Betten wir besser finden, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das müssen wir noch ein bisschen testen. Aber so rein optisch für euch auf den ersten Eindruck. Welches Bett findet ihr besser? Hier nochmal eine kleine Nahaufnahme vom Material. Da finde ich, sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Was meint ihr? Nami sieht auf jeden Fall super kuschelig in diesem Bett aus. Was ich auf jeden Fall aber dazu sagen kann, ist, das pinke Ding ist ein Einteiler und das graue Ding ist ein Zweiteiler. Und damit zählen nun 7 Betten zu ihren Schlafplätzen bei uns zu Hause, Freunde. Was meint ihr? Reicht das? Oder sollen wir noch Nummer 8 holen? Und ein kleines Teppich-Update. Nami hat es geschafft, nach 3 Monaten meinen weißen Teppich hier zu ruinieren, Freunde. Wie kriege ich jetzt diesen blauen Fleck hier raus? Und kommt mir jetzt bitte nicht mit einem Hühler an.